Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen einen Roman vorstellen von einer georgischen Romanschriftstellerin, Nino Haratischvili, das achte Leben für Prilka. Zur Autorin. Nino Haratischvili wurde geboren am 8. Juni 1983 in Georgien. Tiflis, das damals eine Sowjetrepublik war. Sie ist Theaterregisseurin, Dramatikerin, Romanautorin, hat in Tiflis Filmregie studiert und dann von 2003 bis 2007 in Hamburg Theaterregie. Sie lebt seit 2003 in Hamburg. Haratischvili ist eine hochgelobte Autorin. Ihr Romandebüt Juju 2010 wurde gelobt. 2014 kam dann ihr Roman Mein sanfter Zwilling und 2014 auch Das achte Leben für Prilka. Sie hat viele Preise bekommen, unter anderem 2015 den Anna-Segers-Preis, 2018 den Bertolt-Brecht-Literaturpreis der Stadt Augsburg für Das achte Leben und 2019 den Schiller-Gedächtnispreis, der in Stuttgart im November verliehen wurde. Und ich hätte an dem Tag die Gelegenheit gehabt, Frau Haratischvili persönlich zu erleben, weil ich zu dieser Preisveranstaltung eingeladen wurde, aber ich habe es versäumt aus Krankheitsgründen, was mir heute sehr leid tut. Zu dieser Zeit bin ich auch auf den Roman aufmerksam geworden und mich interessieren in letzter Zeit eben vor allem auch Romane, die mich in fremde Länder und Kulturen einführen, die ich bis dahin noch nicht kannte und die ich interessant finde, eben zum Beispiel das Leben im 20. Jahrhundert in einer Sowjetrepublik. Haratischvili hat den Bertolt-Brecht-Preis für dieses Buch bekommen, mit der Begründung, sie schaffe Verbindungen zu Brechts Exildramen mit diesem Roman, mit dieser Familiensaga. Es geben sich fast Parallelen zum Mutter Courage, zum kaukasischen Kreidekreis. Und es sind großartige Frauenfiguren, die Frau Haratischvili in diesem Roman schildert. Frauen, die schreckliche, individuelle Katastrophen erleben, die Zeugen von menschlichem Versagen, aber auch von Opportunismus und Machtmissbrauch. Das Buch ist eigentlich generell gut, sehr gut von der Presse aufgenommen worden. Der Spiegel hat es, die Spiegelkultur hat es hoch gelobt. Es sei der Roman des Jahres. Liebe und Hass, Aufstieg und Fall einer kommunistischen Sowjetrepublik im fernen Georgien werde geschildert an der Schwarzmeerküste. Man erfahre sehr viel über Politik und Geschichte des Landes und das werde verknüpft und wird verknüpft mit den Schicksalen einer Familie, die sich dadurch auch auszeichnet, dass sie ein Geheimrezept für eine süchtig machende Schokolade kenne. Man hat davon gesprochen, dass dieser Roman süchtig mache. Es sei ein Page-Turner. Sehr theatralisch, sehr dramatisch geschrieben, sehr spannend geschrieben, durch und durch. Und so ist dies die 9. Auflage aus dem Jahr 2019, die hier zu sehen ist. Der Roman spielt in Georgien, Russland, England und Deutschland. In Tiflis, in Moskau, in London und in Berlin. Und durch dieses breite geografische Gebilde erfährt man eben auch sehr viel über Ost-West-Beziehungen, über Ost-West-Kalter Krieg, über die ideologischen Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert zwischen Ost und West. Es hat dann auch vereinzelt
kritische Stimmen gegeben. Und ich muss sagen, auch ich gehöre zu den verhaltenen Kritikern dieses Romans. Mir ist es so gegangen, dass dieses Buch, das 1280 Seiten umfasst, dass ich dieses Buch zu 3/5 mit Begeisterung gelesen habe. Ich habe wirklich nicht mehr aufhören können und es war für mich wirklich ein Page-Turner. Und dann hatte ich genug von der Dramatik, von der Außergewöhnlichkeit, von der schrecklichen Schicksalen, vorwiegend der Frauen in diesem Roman. Und ich habe immer mehr Abstand genommen auf den letzten Seiten von diesem Buch. Kritiker haben gesprochen von der seifenopernhaften Schicksalsgedrängtheit, die in diesem Roman zur Sprache käme, oder auch von einer Ästhetik des Unglücks, das von vagen Momenten des Glücks begleitet wird, deren Klebrigkeit in Szenen einer Art süßen Bonbon-Kitsches zutage tritt. So Thomas André 2014. Die Zeitung Der Freitag hat von der heißen Schokoladenrührseligkeit gesprochen und von der etwas zu klein mädchenhaften Erzählweise. Außerdem hat der Freitag auch als linke Zeitung kritisiert, dass die politische Geschichte Georgiens nicht immer korrekt wiedergegeben sei. Die strikt antikommunistische Haltung der Autorin sei überall bemerkbar und man hat ihr ideologische Voreingenommenheit vorgeworfen. Ein wenig entspricht das auch meiner Lektüre. Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem Buch. Einerseits eben hat es mich in Kontakt gebracht mit einem fernen Land an der Schwarzmeerküste, dessen Geschichte ich interessant und aufregend fand und von dem ich eigentlich nichts wusste. Ein Land, das geschildert wird in der Zeit vor allem Stalins und Lavrenti Berias, der Geheimdienstchef der Sowjetunion geworden ist. Und beide, Stalin und Beria, waren ja Georgier. Beria hat auch an den stalinistischen Säuberungen teilgenommen und war mitverantwortlich für das Massaker von Katyn, in dem die politische Elite im Zweiten Weltkrieg von den Sowjets umgebracht worden ist. Haratischvili schildert wunderbar die Landschaft, die Natur, auch die Städte in Georgien, das Kulturleben, ein literarisches und filmisches Leben, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Und das wird äußerst spannend erzählt und ist richtig empfehlenswert. Worum geht's also? Etwas genauer gehe ich jetzt auf das Plot, auf die Handlung ein. Erzählt wird die Geschichte einer sehr großen Familie über 5, 6 Generationen hinweg, einer Familie aus der georgischen Oberschicht, die nun verstrickt ist in die kommunistische, in das kommunistische Regime. Wir haben Vertreter dieses kommunistischen Regimes und wir haben aber auch Widerständler, gegen das kommunistische Regime. Zentral ist in diesem Roman sind die Frauen. Es ist eigentlich ein ausgesprochener Frauenroman. Die Männer tauchen, kommen auch vor, aber sie sind, wie ich finde, mit weniger Empathie oder Ausführlichkeit geschildert wie die Frauen. Die Erzählerin ist eine Frau aus der 5. Generation, Nisa Yashi. Geboren 1973. Und sie schreibt sich ihr Leben und das Leben ihrer Familie von der Seele für ihre Nichte Brilka, die 1993 geboren wurde. Das Buch hat, kennt 8 Kapitel.
Und jedes Kapitel ist nach einem Familienmitglied benannt, das im Fokus dieses Kapitels steht. Das achte Kapitel ist Lea, das achte Leben, das gehört dann Brilka, der Nachfahrin, die eben noch das ganze Leben vor sich hat. Das gehört der jungen Generation, auf die es ankommt, die die Welt prägen wird. Und man darf gespannt sein, wie sich dieses junge, achte Leben im 21. Jahrhundert vollziehen wird. Beginnen tut das mit einem geheimnisumwitterten Schokoladenfabrikanten in Tiflis, der aus Wien ein Schokoladerezept mitbringt, mit einer ganz besonderen Mischung. Und wer diese Schokolade trinkt, der wird berauscht, verfällt ihrer Magie und wird ins Elend gestürzt. Diese Schokolade ist ein süßes Gift. Das Geheimrezept für diese Schokolade wird von Generation zu Generation weitergegeben, von Familie, von Frau zu Frau. Es ist ein Dingmotiv, was diesen Roman durchzieht. Und immer wenn von dieser Schokolade genascht wird, dann verändert sich das Leben der Person entscheidend und geht in Richtung Katastrophe. Und da folgt nun in diesem Roman eine Katastrophe auf die andere, ein dramatisches Schicksal auf das andere. Liebe, Sex, Vergewaltigungen. Ich habe mindestens vier Vergewaltigungen gezählt auf Anhieb, zwei Selbstmorde. Wir haben es mit überirdisch schönen Frauen zu tun, mit hochbegabten Frauen, die widerstandsfähig sind, die Opfer sind, die gebeutelt sind vom Schicksal, die dann sich aber die aufbegehren, sich aufraffen und den Kampf aufnehmen gegen die bösen Mächte und gegen ihr grausames Schicksal. Schrecklich, eine Abtreibung, die in einer Art Folter vollzogen wird. Ein Kind wird operativ im 7. Monat aus dem Leib einer Frau herausgeschnitten unter ganz schrecklichen Umständen. Eine Sowjetoffizierin wird das befehlen und wird bei dieser Folter anwesend sein. Das Kind wird sterben, die Frau wird unfruchtbar werden. Und sie wird sich später an dieser sowjetischen Folterspezialistin rächen, sie wird sie ermorden. Diese Dame wird dann in England zu einer berühmten Sängerin werden, zu einem Popstar und einen kometenhaften Aufstieg machen. Und dann gibt es zum Beispiel noch eine andere Frau, Christine, in diesem Buch, die unvorstellbar schön ist. Und so schön, dass sich Beria, der Geheimdienstchef, in sie verliebt, ihr verfällt, sie zu seiner Geliebten macht. Und der Ehemann, der diese Christine nach wie vor liebt, wird ihr, um sie aus dieser Beziehung herauszuholen, das Gesicht verätzen, sodass Christine dann in ihrem langen Leben mit zwei Gesichtern herumlaufen wird. Auf der einen Seite mit einer Fratze, einer Monsterfratze, und auf der anderen Seite mit ihrer überirdischen Schönheit. Ein bisschen ist das die Janusköpfigkeit, die diese Familie ganz allgemein kennzeichnet. Es werden traumhafte Kleider geschildert, es werden spektakuläre Karrieren geschildert, zu Schauspielerinnen, zu Autorinnen, zu Sängerinnen. Auch das Tanzen wird einbezogen, die Kunst, der Film, alles ist da. Die Männer sind weniger stark in diesem Roman. Eine ganz wichtige Mannsperson ist Kostja Jaschi, 1921 geboren, der Prototyp eines Sowjetmenschen, der eine steile Karriere unter Stalin macht, in der Marine der Roten Armee, und der durch und durch ein Antiheld in diesem Roman ist.
Er bringt Unheil über seine Familie, über seine Frauen und er treibt auch Frauen in den Selbstmord. Etwas Positives hat diese Person, der Kostja. In jungen Jahren verliebt er sich in eine etwas ältere und beringte Jüdin, eine Pianistin, unsterblich. Er wird sie nie vergessen. Er wird sie aber aufgrund der politischen Umstände aus den Augen verlieren. Und diese Jüdin wird sich später in einer großen Hungersnot opfern für eine junge Pianistin, der sie das Überleben ermöglicht. Und viele, viele Jahre später, Jahrzehnte später, wird diese blinde Pianistin, die dann im Westen eine große Karriere gemacht hat, zu Kostja kommen und ihm vom Tod seiner Allgeliebten erzählen. Es geht sehr, sehr dramatisch zu in diesem Roman. Man schluchzt, man freut sich über Liebeserlebnisse der Jugend, über Erfolge und selbst der Holocaust fehlt in diesem Roman nicht. Ich werde Ihnen ein kleines Beispiel vorlesen, also über das von Christine, dieser überirdisch schönen Frau und Geliebten von Berias, erzählt. Sie ist verheiratet und reich, gehört der Oberschicht an und in der folgenden Szene wird geschildert, wie sie das letzte Mal mit ihrem Ehemann zusammenkommt und bei in einem sehr heißen Liebesakt merken wird, wie sehr sie an diesem Ehemann, den sie ein wenig so fast distanziert betrachtet hat, wie sehr sie ihn liebt. Und genau in diesem Moment wird dann ihr Schicksal sich vollziehen und er, ja, wird eine Säure über ihr wunderschönes Gesicht ausschütten. Er streckte sich aus und drängte sie, sich auf ihn zu setzen. So hatten sie sich noch nie geliebt. Sie sah ihn an, sein verzerrtes Gesicht. Sie wusste nicht, ob es Schmerz oder Genuss war. Sie musste ihn ansehen, denn er starrte sie ununterbrochen an. Er sah nicht auf ihre weißen, spitzen Brüste, er betrachtete nicht ihren makellosen Körper, er ertastete nicht ihre geheimsten Verstecke, er starrte ihr die ganze Zeit ins Gesicht. Sie bewegte sich erst langsam, zögerlich, irritiert und von ihrer eigenen Lust überrascht. Sie hielt sich willig an seinen Händen fest, die er ihr als Stütze anbot. Sie war verwirrt, denn war das, was sie tat, fing an, ihr zu gefallen. Ihr Atem wurde schneller, er sah kleine Schweißperlen auf ihre Stirn treten, er lächelte, er war gänzlich bei ihr, als würde sie das, was sie gerade tat, nicht mit seinem Körper machen, als wären sie zwei verschiedene Wesen, nicht vereint, sondern vereinzelt in ihrem Genuss. Christine wollte ihr Gesicht bedecken, aber sollte aufhören, sie so anzustarren. Sie stöhnte auf, sie war sonst so leise beim Liebesspiel. Die christliche Erziehung aus der Provinz konnte sie bisher nicht wirklich mit der Tbilisier Weltläufigkeit wettmachen. Er hielt ihre Hände fest, gab ihr Halt. Sie hätte am liebsten aufgehört, sich neben ihn gelegt, seine Stirn gestreichelt, denn sie empfand etwas, was ihrem Herzen Stiche versetzte. Kleine schmerzvolle Stöße, sie spürte Rührung in sich. Sie hätte am liebsten aus voller Kehle geweint, ihn um Verzeihung gebeten, alles ungeschehen gemacht. Sie hätte sich gewünscht, dass sie aus der Stadt wegzogen, aufs Land, dass sie neu begannen. Auch ohne Geld, auch ohne Macht war sie bereit, ihn als ihren Mann zu nehmen. Das begriff sie in dem Moment, als sie etwas verspürte, was sie niemals für möglich gehalten hätte, als sie anfing, immer lauter zu werden, die Hemmungen, die Bibel und die guten Manieren vergessend. Sie verstand, dass sie ihm folgen würde, egal wohin, diesem sanften Mann mit dieser tiefen Traurigkeit in seinem Blick,
als wüsste er über alles Bescheid. Ja, er weiß Bescheid, dachte sie, und er fing an laut zu lachen, nicht höhnisch, verständnisvoll, unbeschreiblich, schön lachte er, ganz sanft, ganz liebevoll, als könnte er sein Glück nicht fassen und flüsterte, ja, du bist wunderschön, ja, mein Sonnenschein, bitte, ja, bitte. Sie konnte die Scham nicht ganz überwinden. Es war ihr unangenehm, dass er sie ansah und zu ihr sprach. Aber der Genuss war so hoch, das Selbstvergessen so schön. Diesmal nahm sie sich jemandes Körper und war nicht diejenige, die sich hingeben musste. So wie sie immer dachte, dass sie es musste, wenn man jemandes Frau, Kurtisane, Mätresse, ja, Hure war. Ja, in dem Augenblick dachte sie genau dies. Sie hätte am liebsten alles aus sich herausgeschrien, eingehüllt in dieses Gefühl. Warum hat sie es niemals zuvor empfinden können, fragte sie sich und schloss die Augen. Eine unendliche Wärme füllte ihr Innerstes aus, etwas Sanftes, unendlich Behutsames breitete sich in ihrem Brustkorb aus, etwas zog sich zusammen, wieder der schmerzvolle Stich, und da formten ihre Lippen etwas, was sie niemals zuvor hatte sagen wollen, ich liebe dich. Niemals hatte er gefragt, liebst du mich? Er hatte sich mit ihrem Ich auch zufrieden gegeben, hatte nichts von ihr gefordert. Sie hasste sich und sie liebte ihn. Und dieser Widerspruch zerriss ihr die Brust, wollte hinausgebrüllt werden. Er hörte die Worte und ließ seinen Tränen freien Lauf. Es bestand kein Zweifel mehr, dass es Tränen waren, dass er weinte. Nur wusste sie nicht, weswegen, hoffte, es wären Tränen der Freude, aber sicher konnte sie sich nicht sein. Ihr Becken wurde schneller, er passte sich ihr an, bot ihr seinen trägen und nun für sie so begehrenswerten Körper. Er war nur dafür da, dass sie Glück empfand, dieses Glück von unendlicher Freiheit. Ihre Schwester wachte in ihrem Zimmer auf, setzte sich auf und horchte. Sie hörte Christine und sperrte im Dunkeln den Mund auf. Christine schlief mit ihrem Mann. Christine tat etwas, was andere Menschen auch taten. Christine wurde menschlich, aus Fleisch und Blut. Stasia traute ihren Ohren nicht. Sie musste kichern und nahm sich vor, sie bei der nächsten Gelegenheit damit zu necken. Sie schien erregt, es schien ihr gut zu gehen. Es waren Laute der Freude. Zum ersten Mal seit langem war in diesem Haus etwas so Schönes zu hören. Und dann kam der Schrei, der so laut war, dass er einen Nachhall zu haben schien. Durch alle Gänge des Hauses wanderte er und kroch in alle Ecken und Vertiefungen. Der Schrei glich einem Geburtsschrei, er glich einer Hymne, er feierte die Lust und feierte die Nähe, er war aufsteigend, als würde jemand eine Arie zu einer Arie ansetzen, eine klirrende, reine Stimme. Und wow, und das ist genau der Moment, in dem der Mann über das Gesicht seiner Frau diese Säure ausgießt. Und sie für ihr Leben lang verunstalten wird. So viel Liebesglück, so viel Liebesleid, so viel Rausch, so viel Schönheit und so viel Grausamkeit. Und so ist es mir ergangen bei der Lektüre dieses Romans. Mir ist es ergangen wie all den Romanfiguren, die von der magischen Schokolade getrunken haben. Auf einen großen Rausch folgte dann ein Anzeichen für Vergiftung und ein leiser Ekel, der die ganze Schönheit etwas ins Gegenteil verkehrte. Alles in allem, 1280 Seiten, 800 Seiten habe ich davon begeistert gelesen, ein absolut empfehlenswertes Buch. Machen Sie sich Ihr eigenes Urteil. Vielleicht empfinden Sie das auch ganz anders, als ich es getan habe.